Wenn was zu gewinnen ist, es sollte der Kerl einfach höflich bitten und um Durchlass bitten. Was verstehst du den Weg, dummer Tölpel? Siehst du nicht, dass ein heiliger Zug des Güldenen naht? Großartig gemacht, Heißspahn! Er hat mich überrascht, überrascht! Leider! Genau! Mein Wald, mein Fluss, mein Steg! Kommt nur ran, wenn ihr noch etwas mit dem Knüppel wollt! Aber, lieber Freund! Du musst doch nur ein Schildchen beiseite gehen und schon sind wir vorbei! Du willst mich auf meinem Steg herumkommandieren? Fahrt, oder ich bläue dir die Glatze! Es gibt für alles eine Grenze, Lulatsch! Hohoho, der haarlose Schwabbelberg versucht zu drohen. Komm nur ran, falls du ein Kämpfchen wagst. Darauf kannst du einen lassen. Da hat aber jemand seinen ganzen Mut zusammengenommen. Hier, fang den Stecken. Was soll das? Hast du Angst vor richtigen Waffen? Ich will dich nur ein wenig prügeln, nicht gleich töten. Das ist ein Stab, genau das Richtige. Und jetzt heran mit dir, wenn du Mumm hast. Die Regeln sind einfach. Gewonnen hat, wer seinen Gegner von der Brücke treibt. Die zugelegten Ausführung. Nur wer den Stecken gekonnt schwingt, siegt. Orientiere dich an den Pfeilen, um die Waffe richtig zu handhaben. Es geht los. Rechts, links, runter. Links. Rauf, rechts, links, runter. Runter, rechts, links, runter. Da hast du deinen Zahnstocher wieder, Großmaul! Und nun verplempere nicht länger die Zeit eines echten Abenteurers mit deinen Kindereien! Verloren? Ich? Aber wie? Die Helden erhalten 350 EP. Brückenteil. Frage, warum nehme ich nicht einfach die Brücke mit? Das wird so einfach, du Idiot. Du kannst nicht einfach eine Brücke mitnehmen, du musst die Teile, du kannst nur einzelne Teile mitnehmen, weil die sind leichter. Das ist schon wieder so Diebs Gesindel hier. Oh, es sind schon wieder zwei. Ich beklau die erstmal. Darf ich? Und wie ich sehe, wird es immer wieder auffüllt bei Mana. Coole Sache das. Also wir töten natürlich alles und jeden, weil dann eben keine 20 Goldmünzen und ich sollte mich mal heilen. Göttergabe, heil den mal. Weil ich sterben sonst. Oder, nee, ich glaube immer Schritte. Yeah, 20 Goldmünzen. Ich bin reich, Baby, ich bin reich, schon wieder. Wegkommen, hier, da. Soll es jetzt irgendwie sterben, weißt du? Okay, der haut ab. Nein, er beklaut mich erst nochmal. Tschüss. Ich glaub's ja wohl nicht. Ihr wird's zu viel. Und dann beklaut er mich. Wuchtwaffe. Ach, die kann jeder tragen, die Waffe. Gut, dass ich das jetzt herausfinde. Egal. Dann heißt das hier mit. Ach so, der hat jetzt eine Keule, stimmt, und der hat einen Hammer. Ja, richtig, genau. So irgendwie war das. Ignorier die Realität. Die existiert gar nicht. Komm, jetzt stirb. Könnt ihr nicht einfach sterben? Tot sein? Jetzt macht er den, genau, kurz vorm Sieg. Und tschüss. Yeah, 40 Goldmünzen. Linder in der Hand. Ja, ist die richtige Fähigkeit. So, wir heilen uns erstmal hoch. Was da geht, ups. Wir laden. Ach, noch mehr von den Penner. Oh, ich hab grad nicht so viel Mana. Scheiß drauf. Ja, 20 Gold und so, bla bla. Kriege ich eh gleich wieder, wenn ich euch den Kopf abhack. Und dann mitnehmen als Trophäe. Ach, was heißt hier scheitert? Warum schlage ich da drauf? Bin ich schlau. Stirb.
Ja gut, ich schlag lieber drauf, weil... Ach, scheiß drauf. Ja, 20 Goldmünzen. Schade, dass man die nicht hochleveln kann. Also die Zauber jetzt, ne? Charakter kann man ja hochleveln. Also langsam macht mir die Sache Angst hier. Ja, ich bin so schlau. Warum macht der Schaden, wenn er mich beklaut? Ich mache ihm doch auch keinen Schaden, wenn ich ihn beklaue. Ich mache ihm doch nicht mal Schaden, wenn ich auf ihn schlag. Mit dem Hammer und der Keule. Richtige Waffen waren nicht mehr im Angebot. Heute, da muss man eben mit allem sparen. Ist mir die Sache nicht wert. Aber erst noch zwei, drei Ründchen da bleiben. Tschüss. 100 Münzen, boah. So, jetzt haben wir das Rätsel wahrscheinlich versaut. Nimm vorsichtig das Ei an sich. Okay. Das schreit nach einem Rätsel. Rätselkopf. Nenne das Wort und der Weg öffnet sich. Tor. Vielleicht. Nur der Kundige. ja. Was? Welches Wort in welchem Bezug? Der Weg öffnet sich? Gib mir mal einen Hinweis. Hat 8 Buchstaben. Nein, das passt nicht rein. 8 Buchstaben. Nenne das Wort, der Weg öffnet sich. Hat Schlüssel 8 Buchstaben? Nee, das hat 9. Nee. Kommt jetzt überhaupt nicht drauf? Wort kann in Mühlenbrück erfahren. Sagst es doch gleich, dass ich hier schon wieder völlig viel zu früh bin. Du musst ein Schild anbringen, ey, du bist zu früh, verpiss dich. Was ist das? Nix. Einbildung ist auch eine Bildung. Und was ist das für ein Baum hier? Das sieht anders aus. Kann man den kaputt machen? Kann man den treten? Kann man ihn essen? Kann man Brennhaus aus ihm machen? Ja, ich kann alles kaputt hacken, nur Bäume nicht. Oder ist das so ein Riesenblatt? Das war total unsehbar. Oh, ich glaube, da kommt gleich noch mehr Spaß. Und ja, die MP regenerieren sich. Finde ich ausgezeichnet. Vegan-Pilz. Ich glaube, Bunda, sein Regenbogen geht es nicht. Darf mal hier reinbeißen. Yeah, lass mich reinbeißen. Daneben nicht. Ach, ich steige einfach mal drauf. Passt schon irgendwie. Das sind jetzt eh nicht so die Mega-Gegner, ne? Dass ich da groß Angst haben muss. Und wenn er dann laufe ich einfach irgendwo im Kreis rum. Und dann heilt sich ja meine Mana wieder. Und dann kann ich mich wieder heilen. Und dann bin ich wieder total overpowered hier, ne? Ja, viel Level und so, ne? Warum kann ich die nicht kaputt haben? Der Dorn verstört fröstelnde Kälte, ja, das hatten wir schon. Yeah, komm her, du Frosch. Ich küsste dich, dann wärst du ein Prinz, yeah. Und dann presst mir dein Vater um Lösegeld. Ha, ich bin so schlau. Ja, wir haben erstmal alles kaputt. Und finden nichts. Du hast diesen ganzen Wald umgegraben. Für nichts. Oh, Kohlen. Yeah, 10 Goldmünzen. Ich kann ein gigantisches Vermögen in meinem Geldbeutel von 528 Goldmünzen schon richtig spüren. Hatte ich nicht mal mehr. Weg von der Tür, ihr Grünschnäbel! Das war's für Experten! Ich habe eine Axt und das ist eine Holztür. Warum gehe ich nicht einfach durch die Tür? Durch die Wand meine ich mit meiner Axt. Ja, das war einfach. Hubert vom Hügel. Hinaus, Raubgesindel!
Den Bogen weg, Mann! Schlotter nur, meine Falle mögt ihr überwunden haben, aber meinen scharfen Pfeil entgeht ihr nicht. Haha, was wollt ihr nur tun? du hast meinen Bogen zerhaut! Preis den Güldenen, ich hatte eigentlich auf dein kümmerliches Hirn gezielt. Gut gemacht, zieh den Kopf, aber hier übernehme ich wieder. Zurück mit euch, zurück, oder ich lasse mir ganz schnell was wirklich Wirkungsvolles einfallen. Was wir mit dir machen, hängt ganz davon ab, ob du uns ein paar Fragen beantwortest, Büschchen. Also, wer bist du? Grün, ja genau, grün sind alle meine Kleider. Ich bin natürlich ein Jäger. Normalerweise streife ich durch den Wald und jage meine Beute. Aber seit diese Dinge passieren, gehe ich nur noch ungern aus meiner Hütte. Warum rede ich so komisch? Was geht in diesem Wald vor? Was vorgeht? Ich dachte, ich kenne hier jeden Strauch und jeden Baum. Nichts könnte mich überraschen. Falsch gedacht. Doch seit kurzem stoßen überall diese scheußlichen Dornen aus dem Boden. Einmal saß ich auf der Wiese, als plötzlich unter mir... Na, zum Glück hofft sie doch rechtzeitig zur Seite. Sonst hätte ich die Sonne überall hingehen können. Das ist nicht lustig, diese Dornen. Irgendwas machen sie mit den Tieren. Die Waage haben sie in reißende Bestie verwandelt, als sei der Gestürzte selbst in sie hineingefahren. Lässt nicht wieder die Taten des Güldenen. Der Ungenannte ist besiegt und gebunden. Natürlich, Herr, natürlich, ist doch nur eine Redewendung. Warum so hektisch? Ich dachte, ihr gehört zur Räuberband. Ihr gehört zur Räuberbande. Ist ja doch kein Räuber, oder? Naja, weiß ich. Hast du das zum Klauen? Kerl, du fragst einen Paladin, ob er ein Räuber sei? Ah, Verzeihung, Herr, es sind die Nerven, nur die Nerven! Seit die Waage den Wald mit Schrecken überziehen, wagen sich kaum noch Reisende die Wege entlang. Und das wiederum macht die Räuber unberechenbar. Früher ließen sie mich in Ruhe. Ich jagte, gab ihnen ab und zu den Anteil des sicheren Wohlmeinens und hatte ansonsten meine Ruhe. Aber seit ihr Geschäft schlecht läuft, rücken sie dir auf die Pelle, richtig? Sie haben mir meinen Schützenpokal gestohlen, diese Hunde. Ich hatte ihn beim Bogenschusswettbewerb gewonnen. Ach, und nun ist er fort. Ich werde der Räuberanführer persönlich steckt dahinter. Er ist doch nur neidisch, dass ich besser schieße als er. Was gäbe ich darum, den Pokal wiederzubekommen? Oh ja. Na, was denn? Etwa eine Belohnung? Und ob, mein Pokal wäre sogar eine große Belohnung wert. Das wird allerdings schwer. Selbst ich weiß für heute nicht, wo das geheime Lager der Räuber liegt. Bestimmt ausgeschildert. Ruhig aus, wählt etwas aus. Ruht euch von mir aus. Warum heißt ihr jetzt noch Jäger? Fehler. Ruht euch von mir aus etwas aus. Hier ist es wenigstens sicher. Ihr habt sicherlich 5 Goldstücke dabei. Nee, das ist. Nein! Zwischen muffigen Fallen und Bogenersatzteilen sieht doch tatsächlich ein Gegengift. Muffelle und Bogenersatzteile. Früher stand hier sogar noch ein Gegengift, aber das hat seinen Platz mittlerweile gegen das im Heldenluxer getauscht. Gegen den im Heldenrucksack getauscht, oder? Keine Ahnung. Ja, Würste. Viele Kochgefäße hängen hier. 2? Sehr gut. Nein, dafür gibt es nun wirklich keine EP. Oh Mensch. Beinahe. Aber du warst da schon sehr, sehr gut. Angeber! Ein solcher Fisch hat er unbedingt aus dem Wasser gezogen. Den hat er doch extra gestreckt. Natürlich ist es weitaus sinnvoller, das sei einen toten Fisch anzustarren, als seinen Auftrag zu erfüllen. Ja, natürlich, deswegen machen sie auch. Der Vorteil der Jagdmethode aus der Entfernung liegt natürlich darin, dass man nicht schneller laufen können muss als die Beute. Eine der größten Albernheiten, die erfunden wurde. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keins gebraucht. Ein Glück, ich bin also nicht die Einzige, die einen Besen und eine Spur von Flugtalent besetzt. Wo kommt denn das ganze Fleisch her? Ich habe nicht ein Wildtier auf dem Weg gesehen. Kein Wunder, so wie du das Gehalt trommelst. Yeah. Da ist immer noch viel zu wenig dran. Ach, immer viel zu wenig. Doch ein Sehnenbänder, Hautteile und jede Menge Fliegen. Der ganze Tisch biegt sich unter der Fleischlast. Offenbar sind die Abgaben an den Ort doch zu gering bemessen. Nein, ich will da nicht rein. Geh weg. Kapitalistische Geldtreiber. Warum kann ich die Felle nicht mitnehmen und verkaufen hier? Was ist das für ein Kackspieler hier? Nichts kann ich klauen. Was soll denn das? Und wo geht's da lang? Ah! Ich habe langjährige Erfahrung mit Brücken und sehe gleich, dass hier etwas nicht stimmt. Vorschlag. Gott. Fall tot um! Du hast dich immer noch nicht beruhigt, richtig? Dem Gerechten wird sich ein Weg bahnen. Streit mir mutig voran.
Oh Mann. Naja, du versuchst es wenigstens. Die Brücke ist nicht zerstört, sondern demontiert worden. Such wieder das Satzteile zusammen. Einzelteile zusammen. Wenn ich richtig zähle, fehlen 4 Teile. Um die Brücke zu revieren, benötigen wir 4 Brückenteile. Bislang haben wir 2. Ja, wieso schreien wir nicht einfach mutig voran? Wir können sie aber versuchen. Boah, und was machst du so lange? Egal. Guter Moment, um zu speichern und mal kurz hier die Aufnahme. Na, ich unterbreche sie nicht, nein, weil. Ja, Terminal, weil wenn ich das mache, dann komme ich beim Kommentieren wieder total durcheinander. Ich kenne mich da. Jetzt weigert sich mein Laptop wieder irgendwas Sinnvolles zu machen. Mach was Sinnvolles! Dann eben nicht. Dann warte ich eben noch eine halbe Stunde. Kackding. Ja, das passiert dann, wenn man Intel hat, ne? Oh. Hallo. Oh, nicht dreimal öffnen. Einmal hätte gereicht. Ach ja. Komm schon. Jetzt mal richtig. Ach, was soll denn das? Jetzt wird's spannend, ja, weil ich mach gerade gar nichts. Deswegen laufe ich jetzt mal mit weiter. Denn ich weiß ja, dass es hier unten irgendwo weiter ging. Da links. Links. Und da leuchtet. Dieser Stein hat bestimmt keinerlei Bedeutung, so wie er leuchtet. La 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 la. Cool, yeah, 10 Goldmünzen. Ich bin schon wieder reich. Ich könnte schwören, hinter dem Baum ginge es weiter. Aus dem Weg, Junge! Jungchen! Ich und meine Axt erledigen das gleich! Ach, jetzt kann ich Bäume kaputt machen. Eine wirklich beeindruckende Zuschaustellung, wie sich Großmaultum mit Wirkungslosigkeit paart. Keine Nadelholz kratzt an meinen Abenteuer und kommt ungeschoren davon! So, was kann ich denn Stein machen? Was hat er mit dir hier zu suchen? Solche Brocken findet man doch gewöhnlich nur in der Tiefe! Was ist das? Jaha! Was habt ihr für ein Glück, einen so erfahrenen? Bring's auf den Punkt, Giftmischer! Die nächste freche Rotznase will ich ganz gewiss ihren Häschern überlassen! Das ist Knallerz! Knallerz. Leichtsinnig bringt es den Tod! Die Vorsichtigen sprengen damit neue Stollen! Sprengen? Warum heißt es wohl Knallerz? Man kann es achtsam hin und her schieben oder meinen Namen alle Erde machen! Yeah, gib mir Sprengen! Moment. Ja, Moment, das wird jetzt wieder ein Schieberätsel. Wir schieben es deswegen dann darauf. Ja, es sollte so gehen. Haha, lächerliches Rätsel. Kann mich nicht stoppen. Oh, aber mein Laptop kann es. Das verkackte Drecksding. Was passiert, wenn ich das so mache? Dann macht er mir das gleiche wieder. Ich hasse dich, ich hasse dich. Egal, dann eben mit Gewalt. Also ich muss noch ein, zwei runter. Dann kann ich es jetzt darauf. Jawohl. Aha. Lächerliches Schieberrätsel, als könnte mich das stoppen. Und nun? Nun folgt ein Akt voller Umsicht, Fingerspitzengefühl und wachen Geistes! Ja, mit den Resten werden wir auch so fertig. Aber jetzt muss ich erstmal hier mit Gewalt meinen Laptop dazu bringen, dass er updatet. Und zwar mit Gewalt. Okay, dann eben ohne. Boah. Na, geht doch. Aptitude stinkt. Nimmt ab, Geld, das geht schneller. Schon gut. Was ist da unten? Wir gehen erstmal da unten lang. Noch ein wenig Pulver. Hm, hier ist wohl eine Verstärkung nötig. Na bitte.
Ist da jemand? Heraus, Bursche! Du meine Güte. Wir nehmen erstmal 3 Alraunen. Was spielst du denn, neue Alraune? Ich soll dir mir die Stille merken. Wieso habe ich keine Karte, wo das alles markiert ist? Das wär's doch. Was ist das denn hier? Ja, ich bin geheilt. Bin ich geheilt? Ich bin geheilt. Bin doch geheilt, oder? Ein guter Punkt, um mal wieder zu speichern, ne? Wenn man geheilt wird und so. Sollte man speichern? Ist er wieder da, wenn ich da wieder runtergehe? Nein, vergiss es, Kleider. Der kommt nicht wieder, der ist jetzt tot. Wegen dir. Nur wegen dir. Komm her, du Kackwolf. Nur wegen dir muss ich dich jetzt töten. Moment, was muss ich da... Ja, schlaue Idee. Ja, ich muss die Klingenwaffe wechseln. Auf Klingenwaffe wechseln. Oder kann ich dem irgendwas klauen? Keine Ahnung. Ist das effizient? Es ist halbwegs effizient. Klingenwaffe, hey, plus 17, yeah. Ja, ja. Ihr mich auch. Klau irgendwas, irgendwas. Was heißt irgend... Was? Was soll denn das? Heil die mal. Wusch. Oh nein. So. Dass ich ja scheinbar nicht so wirklich verhindern kann. Was macht ein Wassertropfen? Gott, war das effizient. Ich kann kaum glauben, wie viel Schaden es gemacht hat. Das System kann den Schaden nicht mal mehr richtig anzeigen und zeigt einfach nur noch Null. Was ich da noch alles installiert habe, interessant. Ach ja, ihr mich auch. Da, ak. Boah. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an anderen Dingsbums. Dungeon Siege 2. Wo man mit 2 Schwertern bewaffnet noch an Kisten vorbeischlägt. Oder Fässer, wie auch immer.